Ja. So. Ach, da kannst du auffüllen. Mh, das ist das Wichtigste. Ah, das ist voll. Sehr gut. Gib mir more. Ich glaube, den kannst du mich komplett leer machen. Das einmal trinken und dann Ja. wieder. Das ist, was ich vorhatte. So, okay. Und nochmal auffüllen. Ja, mit dem Rest ist nicht mehr viel, aber Ja. jedes Wasser ist wichtig. So. Tja, nichts wird verschwendet. Richtig. Zu denen kriegen wir immer noch das Bonuswasser. Okay. Oh, mein Farbenteil. Das Problem ist, die Straße ist jetzt da oben, oder? Oder wo? Muss gerade überlegen, wir hatten auch am Ende der letzten Aufnahme schon irgendwas gebaut, aber war das nicht die Madenfarm? Kann sein, dass das die Madenfarm war. Auf jeden Fall. Wir gucken einfach, also. Ja, weil ich fliege gerade, in Deutschland kann ich gerade Madenfarben teilen, nicht, dass sie da quasi noch mehrere Madenfarben aufbauen können, nicht nur die eine. Nee, ich glaube, wir können immer nur die eine aufbauen. Na, Also eine pro Festung, ne? Also es gibt ja noch mehr Festungen im Achso, na, Spiel. gut, dann passt es wieder. Dieses Gebiet ist echt verwirrend, weil hier so viel Felsen und Gedöns ist. Hier kann man sich echt mal leicht verlaufen. Nein. Alter. Da musst du erstmal hinkommen. Da musst du erstmal drauf kommen. Ich habe mich gerade eigentlich mehr geärgert, weil ich mit der Schrotflinte geschossen habe. Warte, jetzt was drunter, ich glaube schon. Oh ja. Na, na, na. Hello? Irgendjemand zu Hause? Was gibt's denn hier? Zwei Schrott und ein Madenfarmteil. Ah. Ja, da sind wir ja schon. Excuse What the me? fuck? Ja, das sind die Ghosts. Das sind diese Typen, die nur im Dunkeln leben können. Ah. Die siehst du bei Tage, also entweder fahren die nachts durch die Gegend oder du musst halt in dunkle Gebiete gehen, da sind die dann auch. Aber Ich find's tagsüber halt. siehst du die auf offener Straße nicht. Ich finde so von der Maske, erinnert mich irgendwie hier an Star-Lord aus von Marvel. Ich finde, die haben eher was von Scarecrow. Na, hängt davon ab, welche Version von Scarecrow. Es gibt 10.000 Versionen von Scarecrow, come on. Ja, ich weiß, aber. Aber. Ich höre da noch hier einen. Muss dir gerade vorstellen, das schlechteste Scarecrow-Cosplay der Welt. Also was links einfach nur so Kartoffelsack auf dem Kopf und zwei Löcher. Ich bin Scarecrow. Fick Ding. Und man merkt zum Schluss, oh, jetzt doch der Fall. Achso, wir haben beim letzten Mal wahrscheinlich einen Madenfarmteil gefunden. Das ist jetzt das Nee, zweite. aber wir hatten schon irgendwas in der Festung gebaut. Das weiß ich noch. Wir werden sehen, wenn wir wieder zurückkommen, was wir gebaut haben. Ich meine auch, wir hätten irgendwas gebaut, aber. Ich weiß nicht mehr, was es war. Weißt du, was auch richtig assig wäre? Ich meine, hier diese Balken, die gehen mir über Kreuz, manchmal ein X. Was richtig assig wäre, wenn dahinter so ein unverzeichneter Geheimbereich wäre. Wo der wirklich nicht auf der Karte verzeichnet ist, nicht angedeutet wird, aber nur wenn man dagegen schießt, dann öffnet sich doch noch irgendwas. Hör Da, auf, da, ey, man sucht schon das. so genug. Da, da, das wäre richtig assig. Dann man sich da irgendwann den Entwicklern ein Schwert. Was habt ihr denn? Das ist doch mal Cupid Mixed, also offensichtlich ja, geht's ja wohl nicht, ne? Ist doch ganz klar, dass das da ist. Ist mir egal. Unser Auto ist noch nicht gut genug für die Scheiße. Ich find's auch geil, dass die Typen fast parallel zueinander sind, anstatt dass die einfach beide auf einer Stelle sitzen. Na, vielleicht mögen die sich auch nicht. The one who spewed destructo on the red eye graveyard.
See? I got me some peepers. I spotted your car and knew. If you want to stick it to the mummy some more and help us out, root them out. We need some help with the goddamn explosives. Und das bedeutet. Alle Buzzer verstecken einen großen Weißen, wie den Anstieg ihrer Angriffe zu verhindern. Belohnung ein Giraffenzeichen. Ja. Aber die Giraffenzeichen sind toll. Also zumindest zu diesem Zeitpunkt vom Spiel noch. Ich muss mir gerade vorstellen, hockt da Patrick. Das ist ja eine Giraffe. Und natürlich ist der eine da oben. Ah. Siehst du, das sind zum Beispiel welche von denen. Ach, das sind so diejenigen mit diesen Punkrock-Autos. Ja, genau. Weil verpasst noch irgendwie, weil die Bösewichte im ersten Mad Max Film von 1979, das war noch eine Punkrock-Gang. Es waren noch nicht diese großen Monster-Gangster, sondern wirklich schon eine ganz normale Punkrock-Truppe halt auf Motorrädern. So, was haben Sie mir denn zu diesem Stank im Lager zu sagen? Ich bediene mich erstmal an Ihrer Munition. So. See that? They say the husk lying there fell from the sky. Now the Mad Lord Scrotus has ordered his sick pups to set up their camp there. I know they've a hidden treasure just around the what's it called? Wing. Ist das so ein Flugzeug? Ja. Dieses Lager wurde um das Wacken des Flugzeuges herum angelegt. In der Nähe des Flügels ist ein geheimer Vorrat versteckt. Schwache äußere Verteidigungslinie und kein Tor. Im oberen Bereich ist ein Bauteil versteckt. Aber passt halt, weil im Flugzeug natürlich Flugzeug kein Tor. Ja. Ja. That's it. Ach, da ist ein Buzzard-Versteck? Okay. Oh nein. Oh nein! Okay, es geht wieder. Okay, schön. Das ist freundlich. Natürlich will ich ihm die Achsen brechen. Okay, dann schauen wir doch mal in dem Stank am Lager nach. Haben wir schon mal ein Stank am Lager gemacht? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Ich glaube, diesen Punkrock-Autos sind wir immer nur auf der Straße wieder, aber noch nie in einem Lager. Nee, das hat auch nichts mehr mit den Stankums, Leute, sind diese bunt bemalten Fuzzis. Die haben eben so Speziallager nur für sich selbst. Und bei den Lagern ist es so, da musst du nicht wie in den anderen irgendwelche Ziele erfüllen, sondern einfach nur alle umbringen. Ich schabacke deinen edlen Chromkörper massieren. Mann, Alter. Okay, was? Das hier scheint eine Art geheimer Eingang zu sein. Ich muss dir gerade wirklich vorstellen, wie ich schabacke, da ist Massageöl nimmt, das übers Auto verspürt, dann dieses Auto versucht, wie so Menschen zu massieren, so mit Öl und dann steigt er sich richtig rein und zustellt schon die ganze Mal die Nummer Haltgrissen mehr rum. Wir gucken so ganz einfach. Gucken verwirrt an und Schambacke schon einmal rum, so. Come on. Das ist kacke. Okay. Da außerhalb der Reichweite, das hast du noch das Sniper? Also Sniper-Muni? Sniper geht nur im Auto. Ja, scheiße. Fick dich. Ihr wollt kämpfen, kommt doch hier hoch. Ach, und Kevin. Ja. Okay, Kevin blies im Angriff. Ach ja, wen haben wir denn da? Die Blumen Group. Ja, so ähnlich sind die Leute von Stankam. Das ist die Blumen Group. Ach ja, hattest du die eigentlich mal wirklich live gesehen, Blumen Group? Nein. ich glaube, ich einmal vor gefühlt über 10 Jahren mit der Klasse, da waren wir mal halt auf dem Konzert von denen. Ist das denn wirklich so sehenswert? Ach naja, also ich sag's mal so für einmal, also jetzt nicht dauerhaft, aber für einmal machen, das lohnt sich schon. Okay. Aber halt jetzt nicht dauerhaft. Also es ist nicht so ein Act, wo man unbedingt hingehen muss. Okay, ich verstehe. Ja, also die ziehen mit Sicherheit eine ganz nette Show ab, kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das abseits davon irgendwie lohnenswert wäre.
Nein, 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 ich kann dir nachher mal einen Ausschnitt auf YouTube schicken. So. Ich klopfe mal an, vielleicht ist ja jemand zu Hause. Aber zuerst mal trete ich mal sinnlos gegen Türen. Ich wollte sagen, also so einmal macht man vernünftig eine Tür auf und dann macht so Carsten Stahl eine Tür auf. So, dann stehen sie ganz typisch mal Carsten, klopfen. Boom, boom, boom. Was ist denn mit Carsten los? Ja. Was ist denn mit der Tür los? Okay. Tja, wo gehe ich denn jetzt zuerst lang? Ah, komm mal da rein. Oh! Oh, ja, noch einer da drüber gehen. Obwohl, die sind eigentlich mehr so lila. Ja, die sind lila. Ja, dann sind es halt die lila Man Group. Aber ich glaube, es gab auch blaue. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es ja noch sehen. Ich weiß auch nicht, ob in dem Lager hier dann schon welche sind. Das sind dann wahrscheinlich die etwas krasseren von denen. Nein, schickt mal was von der Blue Man Group auf WhatsApp. Natürlich. Ja. Okay, Wasser machen wir gerade voll. Gut. Okay, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt angeklopft habe. Weil irgendwie hätte ich auch direkt die andere Tür dann nehmen können, aber egal. Okay, hier führt ein Seilzug runter, das heißt, da hinten geht es auch noch lang. Hier ist ein historisches Relikt, da musst du jetzt mal lesen. Für alle Justizler, die hierher kommen sollten, wir werden rausgeschmissen, die Schweine sind brutal. Treffpunkt Lila. Sie mögen unsere Beschützerin getötet haben, doch unseren Willen will sie nicht brechen. Die Gerechtigkeit wird siegen! Möge das Wasser zurückkehren! Okay. Max hat dazu nichts zu sagen. Ja. Ist vielleicht auch besser so. Ach, kannst du da oben nicht hochklettern an dem Felsen? Der ist nicht angemalt, Mann. Ja, aber probier doch. Denk doch an den Kantenmaler. Ja, aber probier. Ja, aber was soll ich denn? Nein, siehst du das? Geht doch. Upsala. Das Mann! Ja, probier doch! Ja. Alle Objekte in diesem Spiel, die man beklettern kann, sind gelb bemalt. Hallo, ich bin Grievous. Man kann einen nicht bemalten Stein hochklettern. Na dann, hast du denn aus Alpha One nichts gelernt? Deine Mutti. Ja, aus Alpha One hast du also meine Mutti gelernt. Das passt dir. Die ist ja sogar angekommen und aufgenommen und hat mir Pizza gebracht. Und wird dann auch schön ums Lager herumgesessen, während du irgendwie Jared belästigt hast und ich habe Pizza gegessen. Richtig. Also soll ich jetzt nicht irgendwie cutten? Soll ich mal meine, wir könnten ja ruhig gut Pause machen. Also, wir müssen jetzt nicht aufnehmen. Nein, muss weiterlaufen. Ja, okay. Irgendwie unter dem Flügel sollte eigentlich was sein, oder war das schon damit gemeint? Das wäre dann aber ziemlich schwach, wenn das alles war. Ja, aber gut. Was fehlt uns denn noch? Uns fehlt eine Insignie, zweimal Schrott und ein Madenfarmteil. Oh, noch eins, schön. Allein wie Max gerade rennt, ist nämlich irgendwie an so ein Jogger. Wenn man sich vorstellt, steht da so mit Schweiß auf der Stirn. Ah, da ist der Mann von der Blue Man Group, siehst du? Ja. Maggots! Nix da, Kevin. What you want? Nein. Okay, Kevin und die Blumen Group sind noch am Leben. Das wird ein epischer Dreikampf. Okay. Oh, und der Stuhl fliegt doch mit. Yay. Weil man sieht doch Max da unten stehen. Stimmt.
Aber keine Leichen mehr liegen. Die haben es wahrscheinlich jetzt schon wieder aufgelöst, ja. Hauptsache ja, der Stuhl ist noch da. Ja, schade, dann verschwindet ja auch gleichzeitig das Loot, was man bekommen könnte. Ja, eigentlich schon. Totaler Abfuck. Ich gehe zumindest mal davon aus, dass sie eigentlich was fallen lassen würden. Okay, Insignia haben wir schon mal. Und auch hier ein Madenfarmteil. Dann müssen uns jetzt, genau, eins fehlt noch. Wir einmal Schrott und fehlt noch einmal Schrott. Jetzt noch Indiana Jones Musik. Und dann seid ihr zu spät abgeklatscht mit den Eiern. Schön gegen den Fall. So. Nun, wo könnte dieser fehlende Schrott sein? Überall Blumen, Blut auf dem Boden. Wir haben hier einen Flügel. Und wir hatten da drüben einen Flügel. Ja, auch an Tür und Türk, ja, wollte ich gerade sagen. Hier. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Sich wieder gesund trinken. So funktioniert das in der Apokalypse. Ja, wer weiß es. Im Endeffekt, ich hatte ja mal gesagt, ich glaube früher im Pokémon, dass diese Pokémon-Medizin die KP um 20 Punkte wieder auffüllt, das normale Mineralwasser mit Marken jedoch um 50 Punkte. Wer weiß, vielleicht sind die auch einfach in dieses Mineralwasser aus Pokémon gekommen. Ja, deswegen, das würde auch diese blaue Farbe erklären. Also so vorstellen, Mad Max ist also sowas wie das Sequel zu Pokémon. Auf jeden Fall. Tja. Na, vielleicht dahinter, hinter der. Ja, genau, da weiter nach links. Hier irgendwo vielleicht. Ja, du würdest es hier sehen. Okay, hier in dem Bereich wäre es schon wieder möglich, aber das müsste dann auch angezeigt werden bei den Suchbereichen. Jetzt bin ich quasi gerade schon wieder außerhalb des Lagers. Und jetzt bin ich wieder drin. Okay, aber das hier ist der eine Flügel und der andere Flügel ist drüben gewesen. Das heißt, das kann's nicht gewesen. Ah, da oben! Mann! Da in der Ecke. Oh, so ist offensichtlich. Ja, da sind wir gerade eben runtergeboxt worden, deswegen habe ich ja nicht mehr geguckt. Aha. Okay. Ja, egal. Eigentlich sind wir hier fertig. Die schweißen wieder da, wo es nichts zu schweißen gibt. Damit es so aussieht, als würden sie was machen. Das finde ich immer am besten, dass sie versuchen, den KIs irgendwie Leben einzuhauchen, indem sie sie einfach stundenlang, tagelang, monatelang ein und dieselbe Arbeit machen lassen. Ja, weil im Endeffekt wäre noch realistischer, wenn die wenigstens mal die Position wechseln würden, mal woanders arbeiten würden. Ja. Aber dafür stehen wir zu 24/7 an der gleichen Stelle. Ja, aber na gut, auf der einen Seite ist es ja realistisch, ich sage nur Berliner Flughafen. Ja, wahrscheinlich gibt es da auch Bauarbeiter, die schweißen schon seit 10 Jahren an der gleichen Säule. Da müssen wir Ronny hinschicken, das Ding steht in 3 Tagen. Wahrscheinlich. Das musst du gerade vorstellen, dass die Bauarbeiter alle so, oh, müde, kein Bock, und auf einmal fällt nur so ein großer Schatten mit dem Platz wie in so einem Western-Film. Zu vorstellen, die Kamera, der ganze Platz. Und über den ganzen Platz fährt quasi dieser Schatten. Und dann so die Kamera fängt an den Stiefeln an, fährt ganz langsam hoch und hinter dem Sonntaggang steht also mit breitbeinig Ronny. So, Mädels, macht mal Platz. Genau, dass ich mal noch mitbewegt. Das ist immer so ein Ding, wenn Ronny Schäfer spricht, ich kann aber so nicht aussehen, ich muss immer auf die Schnauze gucken, der sich mitbewegt. Ja. Er ist halt so ein typischer dieser Schnauzer, der sagt einfach aus, dass er kompetent ist. Hätte er diesen Schnauzer nicht, wäre er nicht der gleiche Mensch. Dann wäre er einfach nur ein wütender Mann. Aber so kaufst du ihm ab, dass er kompetent ist. Dass er weiß, wovon er da redet, weil er diesen Schnauzer hat. Ich muss mir gerade vorstellen, wenn es jetzt ein Mad Max hier noch diesen Ronny Schäfer Schnauzer geben würde. Ja, was denn jetzt? Komm ich halt zu euch. Ja, wieso Bitches von hinten kommen? Das könnt ihr.
Das könnt ihr. Ah. Und rein in die Stacheln. Schade, dass das nicht so viel macht. Das ist leider nur rein optisch, die Stacheln. Kennst du Bullet Storm? Hatte ich schon mal gehört, war das ein Shooter oder? Das ist so ein Shooter, aber das Geile an dem Shooter, das ist ein richtig geiles Gimmick, du kannst einfach mit der ganzen Umgebung spielen, sag ich mal. Stehen da irgendwie so Stachelwände oder so Kakteen und du kannst die Gegner da einfach reinschleudern. Und du wirst belohnt, je kreativer der Kill ist. Das klingt ja halt, hattest du dich irgendwann mal bei WhatsApp erwähnt, dass du davon die Collectors Edition hattest und dich so super gefreut hast? Ja. Und dann habe ich irgendwie 2 Monate später oder so. Also ich habe das in der Boxed-Version gekauft und ich war so froh, dass ich das dann noch gekriegt habe irgendwo, weil es das selten noch irgendwo gab. Aber dann ist 2 Monate später quasi so eine Art HD-Remake davon auf Steam erschienen. Und dann hast du dich wieder geärgert. Na, was soll's. Jetzt habe ich als Boxed-Version und habe mir das HD-Remake geholt.